Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr oder Sie alle da seid zu unserem ersten GU-Dialog in diesem Wintersemester. Heute geht es um Social Design und was sich hinter dem Begriff verbirgt, werden uns heute die zwei ausgewiesenen Expertinnen auf diesem Gebiet sagen. Und zwar nicht nur mit einer PowerPoint-Präsentation, sondern auch mit einer Ausstellung von ein paar Exponaten, die im Rahmen verschiedener Social Design-Projekte entstanden sind. So, unsere Gäste heute Abend, da muss ich noch ein bisschen was zu sagen. Genau, ist einmal die Professorin Caroline Schreiber. Sie ist diplomierte Industrial Designerin und seit 2014 als Gast- und Vertretungsprofessorin an der Folkwang-Universität der Künste in Essen in verschiedenen Projekten engagiert, vor allem in den Bereichen Urbanisierung, Mobilität, Nachbarschaft und kulturelle Diversität sowie Pflege, Alter und Demenz. Mittlerweile ist sie seit 2 Jahren Professorin hier an der Münster School of Design und leitet unter anderem ein Social Design Forschungsprojekt als Reallabor. Dann noch Infos zu unserer zweiten Speakerin, Diana Kürlis. Hat Kommunikationsdesign ebenfalls an der Folkwang-Universität der Künste in Essen studiert und in Agenturen und Designbüros als Grafik-, Kommunikations- und auch User Experience Designerin gearbeitet. Danach war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin, ebenfalls an der Folkwang-Universität und jetzt auch hier an der Münster School of Design im Projekt Arbeiten, wie ich es will. Daneben ist sie noch Gründerin und Vorstand im Social Design Verein. So, dann noch eine Bitte, während des Vortrages keine Fotos machen, bitte wegen der Fotorechte von diesen Präsentationsbildern. Und heute ist der Ablauf ein bisschen anders als sonst. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, wie es sonst normalerweise geht. Wir haben ja Stullen immer nachher vom Café Dreiklang, die gibt es im Foyer. Und nach dem Vortrag haben Sie auch Fragen, Zeit für Fragen. Das machen wir heute ein bisschen kürzer, weil Sie sollen dann nach dem Vortrag auch nach vorne kommen, sich die Sachen anschauen und auch ausprobieren können. Und auch da können Sie natürlich schon ins Gespräch kommen mit unseren zwei Gästen heute Abend. So, damit übergebe ich das Wort an euch und vielen Dank nochmal, dass ihr heute Abend hier seid. Gerne. Dankeschön. Geht das? Ja. Ich muss jetzt so stehen. Soll ich woanders hingehen? Ich gehe mal hier. Nein, ich störe dich nicht. Ja, genau. Also nette Ralf hat uns schon vorgestellt. Das kürzen wir jetzt ab. Und wir haben gehört, wir haben nur 50 Minuten Zeit, aber es könnte vielleicht ein bisschen länger dauern. Deswegen starten wir jetzt auch ganz schnell rein. Genau, wir wollen heute Begriffe klären, bevor wir in Projekte gehen, damit überhaupt jeder erstmal versteht, was machen wir denn überhaupt hier im Social Design. Das sind die Begriffe Social Design, Co-Design und Design Empowerment. Dann schauen wir uns an, was ist der Kernmodus, wenn man in dem Bereich tätig ist, und das ist das partizipative Gestalten. Und dann wird es super anwendungsorientiert, denn dann gehen wir in ein Projekt, was wir jetzt abgeschlossen haben. Das Projekt heißt Demenzdinge, ein Design Empowerment-Projekt gewesen, und geben einen Ausblick. Da steht noch Pause drin, die gibt es aber jetzt nicht mehr, weil die Pause, die rutscht ans Ende. Und dann schauen wir uns noch unser neues Forschungsprojekt an, was aber auch noch in den Kinderschuhen steckt, und gucken, ob es Potenziale für die Lehre möglicherweise gibt. Also starten wir rein. Begriffe klären. Was ist denn Social Design? Was ist Co-Design? Und was ist Design Empowerment? Social Design wird oft sehr unterschiedlich definiert. Wir versuchen hier mal eine Einordnung, die wir für unsere Designforschung angenommen haben. Ach so, ja, der Viktor. Ich habe den Viktor ausgesucht, weil der einmal ganz polemisch, aber auch gut zu merken gesagt hat, es gäbe Berufe, die wären schädlicher als die des Designers, aber das sind nicht viele. Also auch schon aus den 70ern, 60ern gab es schon halt Vordenker, die gesagt haben, Design kann mehr als nur Konsum. Wir haben jetzt heute mal ein bisschen moderates Zitat ausgewählt, nämlich Design muss zum innovativen, kreativen und auch interdisziplinären Instrument werden, das den wahren Bedürfnissen der Menschen gerecht wird. Ja, also das ist jetzt keine ganz neue Überzeugung, dass wir der Meinung sind, Social Design ist wichtig, sondern wie gesagt, schon in den 70er Jahren relevant gewesen. Social Design beschreibt ein auf gesellschaftspolitische Relevanz abzielendes Designverständnis.
Social Design ist eine kritische Disziplin, die die konventionelle marktorientierte Designpraxis in Frage stellt. Und Social Design behandelt auch Fragestellungen, die Menschen betreffen, die gesellschaftlich ausgegrenzt werden. Also wir sagen immer Menschengruppen ohne Lobby, die nimmt Social Design eben auch gerne in den Fokus. Und Social Design ist inter- und bisweilen auch transdisziplinär. Als wir das Bild ausgewählt haben, haben wir festgestellt, es sind nur Frauen. Es gibt aber auch durchaus interessierte Männer in dem Feld. Genau. Social Design lebt Partizipation und Partizipation, das bedeutet Teilhabe. Ja, wer das nicht vielleicht schon mal gehört hat. Partizipation bezieht möglichst viele Individuen und Stakeholder in Entscheidungsprozesse mit ein und bereichert Projekte, um das ganz individuelle Alltagsexpertenwissen der TeilnehmerInnen. Partizipation stärkt das soziale Vertrauen und das Vertrauen in Entwicklung und Forschung, und Partizipation intensiviert und stabilisiert das Gefühl kultureller Übereinstimmung und schafft demnach auch Nachhaltigkeit. Dann gibt es noch einen zweiten Begriff, den wir ganz gerne klären wollen, und zwar ist das Thema Co-Design. Was ist denn eigentlich Co-Design? Beim Co-Design, da arbeiten DesignerInnen, also professionell ausgebildete DesignerInnen, zusammen mit Co-DesignerInnen. Das sind Menschen, die nicht professionell ausgebildet sind als Designer, aber auch in dem Projekt mitwirken, gestalterisch, über den gesamten Projektzeitraum hinweg zusammen. Diese Co-DesignerInnen sind ExpertInnen ihrer eigenen Lebenswelt. Und man betreibt Co-Design mit dem Ziel, Ressourcen der Co-DesignerInnen aufzudecken und zu nutzen. Ressourcen im Sinne von, was kann ich eigentlich noch, woran habe ich Interesse? Also jetzt gar nicht mal so materiell gedacht, wie wir DesignerInnen das oft tun. Genau, und was ist denn eigentlich die Rolle dann des Designers, der Designerin, also der professionellen Designerin, des Designers? Diese unterstützen bei der Transformation einer Gestaltungsidee in ein reelles, nutzbares Produkt oder einen Service oder was auch immer gestaltet werden soll. Sie fungieren als MentorInnen im Prozess und sie sprechen Design. Sie initiieren interdisziplinäre Projektarbeit und holen weitere ExpertInnen ins Boot, die für die Umsetzung gebraucht werden. Und sie übernehmen Designaufgaben und übernehmen den ExpertInnen-Part in Sachen Gestaltung. Das hier ist die Leiter der Partizipation. Die zeige ich immer ganz gerne, weil das ganz plakativ eigentlich auch nutzbar ist, wenn man sich selbst die Frage stellt, wenn ich Designprozesse durchführe, wo befinde ich mich denn eigentlich im Sinne der Partizipation? Und es ist wichtig, hier herauszuheben, dass Co-Design viel weiter über eine gewöhnliche Einbeziehung der NutzerInnen als reine Datenquelle hinausgeht. Im Co-Design gestalten nämlich die Co-DesignerInnen aktiv die Zukunft mit. Oder auch anders ausgedrückt, Co-Design basiert auf dem Konzept, dass Forschung und Design nicht im Auftrag der Menschen, sondern eben in der Zusammenarbeit mit ihnen stattfindet. Also wenn ich in Kursen öfter frage, denkt mal an euer letztes Designprojekt, wo habt ihr denn da oder wo ordnet ihr das denn auf welcher Stufe der Partizipation ein? Dann sagen die meisten Studierenden 4. So, ich habe mal gehört, mir so angehört, was die Zielgruppe, die Zielperson gerne möchte, womit sie den Alltag verbringt, aber viel weiter geht es dann doch nicht hinaus. Und in Co-Design-Prozessen oder Co-Design-Projekten, da streben wir schon eben die Stufe 6 an. Also wir möchten auch in die richtige Partizipation rein und die Menschen mitbestimmen lassen. Genau, und warum ist das eigentlich so, dass so viele Designprojekte immer auf Stufe 4 enden, was Partizipation angeht? Und da haben wir mal versucht, mühsam in einem etwas vielleicht wirren, wir erscheinen in einer Informationsgrafik. Wir sind übrigens, also ich bin kein ausgebildeter Kommunikationsdesigner. Ich hoffe, man kann es trotzdem verstehen auch. Ne? Diana kann das. Klassischer Ablauf, Designprozess.
Oben, also ich starte meistens mit einer Gestaltungsfrage oder einem Design Briefing und betreibe viel und häufig auch Desktop Research, bringe mich so auf den Stand der Dinge, Marktanalysen, Experten befragen, auch mal rumtelefonieren oder so. Und dann gibt es eben eine Phase der Ideen- und Konzeptentwicklung. Und wir sehen hier die Designerin, hier unten ist auch die Legende, also die Dame mit der Brille ist die Designerin, die entwickelt dann Ideen und Konzepte. Spätestens im Entwurf merkt sie dann öfter mal, oh, boah, ich brauche da vielleicht hier und da doch noch mal eine Expertin dabei. Und dann werden ExpertInnen quasi auch noch dahin zugezogen, punktuell. Und der Nutzer kommt häufig dann auch erst dann wieder ins Spiel, wenn das Produkt schon fast fertig gestaltet ist. Und im Co-Design-Prozess ist es so, dass es am Anfang schon ExpertInnen-Teams gibt. Das heißt, das ist oft interdisziplinär zusammengesetzt. Es gibt immer Beispiel, wenn man jetzt in einer Pflegeinstitution arbeitet, zum Beispiel braucht man unbedingt jemanden, der aus diesem Bereich oder sich in dem Bereich auch auskennt. Man bildet ExpertInnen-Teams und der Nutzer, die Nutzerin oder die Person, mit der man arbeitet, die für die das Produkt oder der Service sein soll, die ist auch schon mit von Beginn an im Team, entwickelt gemeinsam dieses Team die Gestaltungsfrage. Das heißt, ich habe kein Briefing vorab, sondern auch das passiert erst im Prozess. Und dann geht es weiter, dass eben dieses Team, man sieht das hier, sich tendenziell eher noch erweitert um weitere ExpertInnen und eher größer wird. Und aber auf jeden Fall auch immer der Co-Designer, die Co-Designerin dabei ist. So. In der Hochschullehre sind Co-Design-Projekte ja sehr kurz. Also wir haben ja meistens immer nur 6 Monate Zeit und aus der Erfahrung haben wir dann 4 Gelingensbedingungen definiert, wie man das halbwegs gut realisieren kann, weil Partizipation ist auch immer lang einfach. Studierende bekommen eben Zugang zu interessierten Co-DesignerInnen, die gerne an dem Projekt mitwirken möchten. Die Co-DesignerInnen offerieren dann den Einblick in die echte Lebenswelt. Das Projekt findet außerhalb des Elfenbeinturms Hochschule statt. Die Gestaltungsfrage ist zu Projektbeginn eben offen. Das Ziel des Projektes ist erstmal herauszufinden, was für die Co-DesignerInnen in dem Leben relevant ist und hilft, die Situation zu verbessern, die eben verbesserungswürdig sind. Die Methoden, die dabei zum Einsatz kommen, kommen später in dem nächsten Kapitel und ist die Gestaltungsfrage dann irgendwann eben definiert worden. Dann wird von den DesignerInnen sorgfältig geprüft, welche Materialien und Medien denn projektdienlich sind. Natürlich ist es auch abhängig vom Skillset der Designer, also der professionellen DesignerInnen, wie sich dann am Ende die Gestaltungsidee transformieren kann. Ja, also jemand, der jetzt in einem Team ist als professioneller Fotograf, der wird jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Produkt am Ende gestalten können. Generell ist es aber immer gut, wenn man DesignerInnen im Co-Design-Projekt hat, die ein breites Skillset haben und einfach sehr breit aufgestellt sind und auch vor allen Dingen das Wissen haben, wo sie zur Not sich auch Hilfe holen können bei anderen DesignerInnen. Also transdisziplinäres Denken. Klären wir nur noch den letzten wichtigen Begriff, bevor wir uns dem Thema Demenzdinge widmen, und zwar, was ist eigentlich Design Empowerment? Der Unterschied zu einem normalen Co-Design-Prozess im Design Empowerment ist eben die Rolle des Designers oder der professionellen DesignerInnen. Entschuldigung. Genau. DesignerInnen arbeiten gestalterisch partizipativ, ermitteln Interessen, Ressourcen, also vorhandenes Wissen, handwerkliche Fähigkeiten der Co-DesignerInnen und danach transformieren sie die Erkenntnisse in ein nutzbares Empowerment-Material und Tools und oder didaktische Konzepte zur Vermittlung von Designprozessen an Nicht-DesignerInnen. Also wir gestalten im Design Empowerment im Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe, Designhilfe. Auf der Leiter der Partizipation ordnen wir das ganz oben an. Also in diesen Prozessen in diesen Prozessen ist es so, dass wenn die DesignerInnen das Feld verlassen, dann die Co-DesignerInnen aber auch befähigt sind, sich eben effizient, nachhaltig, ökonomisch und sinnhaft selbstgestalterisch helfen zu können. Nachdem wir nun viel über partizipatives Gestalten gesprochen haben, stellt man sich natürlich die Frage, wie sieht das konkret aus? Co-Design nutzt Methoden der Sozialforschung und Methoden aus dem Design, abstrahiert und passt diese oftmals individuell an,
Denn nichts ist irgendwie für uns in Stein gemeißelt. Wir sind ja irgendwie dann noch, auch noch kreativ als DesignerInnen. Und den Einsatz dieses Methodenkanons nennen wir partizipatives Gestalten. Genau. Schauen wir uns einmal die Methoden aus der Sozialforschung an. Wir haben ja hier auch zumindest einen Sozialforscher sitzen. Der hat auch gerade schon gesagt, er guckt ganz kritisch. Also wir arbeiten im Co-Design, also im Sinne der partizipativen Gestaltung mit der teilnehmenden Beobachtung. Wir nutzen die Artefaktanalyse, gucken uns also auch ganz gezielt an, was finden wir in den Wohnungen für Artefakte, was sprechen diese Artefakte und was sagen die aus. Wir schauen aber auch, dass wir die Leute zu Wort kommen lassen in Leitfadeninterviews, fokussierten Interviews, indem wir zum Beispiel Gegenstände aus dem Alltag mitnehmen und darüber sprechen lassen. Wir nutzen auch narrative Interviews, die zum Beispiel zum Tragen kommen, wenn Personen in Workshops reden über Dinge und dann schweifen sie aus und erzählen Geschichten. Das sind alles Daten und total interessantes Wissen, was uns hilft. Wir protokollieren alles und wir transkribieren auch Interviews. Das geht auch total einfach mittlerweile, automatisch, und man hat ein super Datenset. Und das Ganze kann man, wenn man Designforschung betreibt, eben auch noch richtig auswerten. Qualitative Inhaltsanalyse ist bei uns immer recht dienlich gewesen. Gucken wir uns dann mal im Methodenkanon die Methoden aus dem Design an. Wir haben hier vorne die Cultural Probes. Das sind Kreativkits, die Nutzer dazu anregen sollen, viel über ihr Leben preiszugeben. Und dann kommen drei unterschiedliche Workshop-Methoden. Es gibt evaluative Workshops, also die klassischen Nutzertests. Wenn ich zum Beispiel in eine Wohnung komme und da ist eine Dame, die hat ein Radio, dann könnte ich einen Nutzertest mal durchführen, und das gibt mir schon ganz viele Erkenntnisse, was funktioniert nicht, wo sind die Ressourcen noch, geriatrische Einschränkungen etc. Wenn ich explorative Workshops durchführe, dann möchte ich auch die Ressourcen noch mal genau den Ressourcen nachspüren, dann bringe ich auch Kreativmaterial mit, genauso aber auch in den generativen Workshops, in denen ich gemeinsam mit der Person schon an Ideen arbeite. Natürlich nutzen wir auch ganz viel Prototyping, und das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, denn wir arbeiten viel und gerne mit funktionierenden Prototypen, also funktionierende Interaktionsprototypen. Die haben nämlich das Ziel, Interaktion möglichst realistisch testen zu können. Manchmal müssen Ideen nämlich auch realistisch erfahrbar sein, um Erkenntnisse generieren zu können. Und zwar immer dann, wenn man mit Menschen mit kognitiven Einschränkungen zusammenarbeitet, die eben nicht imaginieren können und die echte Interaktion brauchen, da sie sonst kein Feedback geben können. Um das hier an der MSD zu machen, haben wir 2021 den Wandelfonds beantragt und auch willig bekommt, glücklicherweise, und können jetzt auf eine sehr große Bibliothek zurückgreifen, dass wir mit ganz einfachen Technikkomponenten auch funktionierende Interaktionsprototypen hier umsetzen können in der Lehre. Genau, und da gibt es auch ein ganz motiviertes Studierendenteam. Wir haben schon mal angefangen, so einen Instagram-Account aufzubauen, um das auch mal zu archivieren, was denn da alles so passiert. Das ist noch im Aufbau, aber das wird sich sicherlich noch etwas erweitern. Dann haben wir auch noch glücklicherweise jetzt den Geräteantrag durchbekommen, sodass wir auch in Zukunft mit diesem mobilen VR-AR-Labor, also Mixed Reality, mit vulnerablen Zielgruppen in sicherer, privater Umgebung gestalten können. Denn auch das ist ein wichtiges Thema. Die Co-DesignerInnen trauen sich oft gar nicht in sowas wie ein Labor in die Universität. Und dann wird die Zusammenarbeit auch schwierig. Also muss das Zeug dahin, quasi. Genau. Und damit übergebe ich jetzt an die Diana. Lange geredet, aber schnell gemacht. Du hast gut, ich habe ja ein Mikro hier. Carlo hat gut Zeit rausgeholt. Wir haben ja wirklich viel Inhalt, und das war jetzt ein Galopp. Sind alle noch bei uns? Alle nochmal durchschnaufen? Wir werden es auch ein bisschen praktischer. Das waren immer super viele hilfreiche theoretische Begriffserklärungen, die wir auch brauchen, um jetzt einmal gemeinschaftlich so einen Blick in die Praxis zu wagen. Wir haben unser Modellprojekt Demenz Dinge jetzt gerade im September abgeschlossen. Das heißt, wir können jetzt auch hier mit Erkenntnissen aufwarten, während das zweite Projekt ja gerade noch in den Kinderschuhen steckt.
Demenz-Dinge war also ein Modellprojekt, gefördert, wichtig, Logos und so weiter, gefördert von der Stiftung Wohlfahrtpflege. Und wir waren, für 3 Jahre war das Projekt angesetzt. Natürlich in der Mitte kam Corona und wir durften dann Gott sei Dank 1 Jahr kostenneutral verlängern. Aber während der 3 Jahre Projektlaufzeit waren es 7 festangestellte MitarbeiterInnen, auch wieder in einem multiprofessionellen Team. Das heißt, wir hatten auch einen Soziologen dabei, der es flankiert hat und auch aufgepasst hat, dass wir das alles richtig machen mit den Sozialforschungsmethoden. Aber der Hauptkernpunkt waren eben 3 Gestaltungsexpertinnen, also Carlo, ich und noch eine andere Social Designerin. Und wir hatten 3 Demenzexpertinnen, die eben aus dem Pflegebereich kommen. Das war zum einen Pflegewissenschaft, soziale Arbeit, Ergotherapeutin war kurz dabei, dass wir eben da wieder auch dieses Setting durch die Experten mit, oder durch Expertenwissen mit anreichern können. Und die Forschungsfrage, die wir dann beantwortet haben in den 4 Jahren, war eben, wie kann das Leben von Personen mit Demenz und auch den pflegenden Angehörigen im häuslichen Kontext durch partizipative Gestaltung und Design-Empowerment verbessert werden? Und um das zu beantworten, sind wir wie folgt vorgegangen. Wir waren erstmal knapp 2 Jahre im Feld, wie man so sagt. Das heißt, wir haben Familien akquiriert, die zu Hause eine Person mit Demenz pflegen. Und dort haben wir dann eben Co-Design-Prozesse gestartet. Und dabei war immer wichtig, dass wir auch als Kompetenzteam immer beide Sichtweisen hatten. Das heißt, immer eine Designerin war dabei und eine Demenzexpertin war dabei. Wir haben die Personen oder die Familien wöchentlich getroffen, meistens 2 Stunden, je nach Inhalt, aber auch je nach Tagesform. Auch bei Demenz muss man beachten, manchmal konnte man eben nicht lange mit denen arbeiten, weil es einfach an dem Tag für die nicht möglich war. Und wir hatten auch Co-Designerinnen mit ganz verschiedenen Stadien der Demenz, also durchaus auch Leute, die schon kognitiv sehr stark eingeschränkt waren, auch in dem Zug, dass die Kommunikation verbaler Natur gar nicht mehr vorhanden war oder nur noch ganz, ganz eingeschränkt. Und während dieser Co-Design-Prozesse sind eben die Demenz-Dinge entstanden, die wir auch mitgebracht haben, zumindest einige. Also ein Demenz-Ding ist ein Alltagshelfer, der eben ganz individuell auf die Bedarfe, Bedürfnisse oder auch Probleme einer Familie, einer Person zugeschnitten ist. Aber da hat es halt nicht aufgehört. Man könnte jetzt meinen, na gut, Designerinnen machen jetzt so Forschung, dann kommen Produkte, dann gehen die wieder weg. Bei uns war das Entwickeln der Demenz-Dinge eigentlich eine Art Nebenprodukt. Die sind trotzdem halt sehr vielfältig geworden, weil anstatt die zu erklären, würde ich gerne noch einladen, dass sie gleich runterkommt, mal so ein Fühlei anfasst, ist ganz lustig, wenn sie funktionieren. Wir haben nämlich ja auch, wie gesagt, das alles dokumentiert, dann wieder das Stichwort Sozialmethoden und das, der Sinn, dass wir dokumentiert haben, war eben auch, haben wir schon gehört, Auswertung. Es sind in den 2 Jahren Feldforschung knapp 500 Protokolle geworden. Wir haben immer auch jedes Treffen aus beiden Sichten auch protokolliert. Das heißt, es gab immer die Sicht der Demenzexpertin und eine Gestaltungsvision darauf, was auch super spannende Datenlage war. Und das große Ziel, warum wir das gemacht haben, war eben, dass wir nicht bei den Produkten aufhören wollten. Denn ich glaube, der Demenzmarkt, sage ich mal, wird immer ein Nischenmarkt bleiben, weil die Krankheit einfach so wahnsinnig individuell ist. Das heißt, ich glaube, so Massenprodukte kann man da auch schlecht anbringen. Deswegen war die Idee hier, dass wir ein Schulungskonzept entwickeln, das Personen in der Pflege ermächtigt, sich mit den kreativen Methoden, die wir seit 2 Jahren dann getestet und ausgewertet haben und für gut befunden haben, sich selbst zu helfen. Also das Stichwort Design Empowerment. Wie können wir die anleiten, dass die fortan sich ihre eigenen Alltagshilfen, die eigenen Demenzdinge bauen können? Und dieses Schulungskonzept, oder vielleicht noch ein Einwurf. Wir haben jetzt ja den häuslichen Kontext fokussiert. Trotzdem ist das Konzept so aufgebaut, dass es zum einen die pflegenden Personen, also Pflegeleien im häuslichen Kontext adressiert, aber auch durchaus Potenzial hat, im stationären oder ambulanten Setting Mehrwerte zu bieten. Und wir haben jetzt eben 3 Elemente oder 3 Schulungsmedien entwickelt. Es gibt zum einen ein Handbuch, was eigentlich als E-Book auf der Website abrufbar ist. Wir hatten jetzt mit Restbudgets noch so eine kleine Printreihe gemacht.
Das zweite ist, wir haben eine virtuelle Demenzbegleitung, jetzt wird es auch so ein bisschen technologischer, passend zum GOD, was von der Technik her eigentlich ein Chatbot ist. Das heißt, man kann über den Messenger-Dienst Signal eingeben, ich habe montags ganz gut Zeit, da muss ich halt anmelden und dann bekommt man wöchentlich eine wöchentliche Umarmung, war immer unser Arbeitstitel. Das heißt, man bekommt einen Leitfaden zugeschickt und dieser Leitfaden fokussiert vor allem jetzt hier die Privatpflegenden, weil wir eben gemerkt haben, die sind natürlich sehr belastet, teilweise überlastet, kann man sich ja vorstellen. Und die Inhalte in dem Chatbot sind eben fokussiert auf Selbstfürsorge. Wie kann man die anleiten, im Alltag was für sich zu machen? Aber auch Beziehungsarbeit, weil natürlich die sich verändernde Beziehung zu dem Erkrankten auch immer so ein großes Stresspotenzial birgt. Und weiterhin ab und zu ein paar Inspirationspunkte. Und das wird dann eben innerhalb, wir haben glaube ich 36 Leitfäden, das heißt fast ein Dreivierteljahr in Input, wo man wöchentlich einmal so umarmt wird und sich nicht ganz alleine fühlen muss. Und das dritte ist unsere YouTube-Videoreihe. Wir haben auch noch 10 Videos gemacht. Davon sind 8 auch Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie man jetzt mit einem Co-Design-Prozess zu einem Demenzding kommen kann. Und wir haben 2 Fallbeispiele mal videografisch aufgearbeitet. Und eins würden wir jetzt als Auflockerung hier mal zeigen. Und ich glaube, da wird auch ganz gut das Ganze theoretisch angeführt und mal praktisch gefüllt. Und jetzt, nein, die Technik. Das Demenzding Mosaik für eine freudvolle Beschäftigung. Bei der Entwicklung des Demenzdings Mosaik stand zu Anfang der Wunsch, dass sich die Person mit Demenz einer freudvollen Beschäftigung widmen kann, damit die pflegenden Angehörigen eine kurze Auszeit haben. Für eine aktivierende und schöne Beschäftigung ist es wichtig, nicht zu über-, aber auch nicht zu unterfordern. Daher wurden zunächst mit der Person mit Demenz verschiedene Dinge ausprobiert, um herauszufinden, welche Fertigkeiten noch bestehen und was das Interesse weckt. Eine geliebte Freizeitbeschäftigung der Person mit Demenz war das Bleiverglasen. Eine selbstgefertigte Tiffany-Lampe erinnerte an dieses aufwendige und komplexe Hobby. Da sich die Person mit Demenz immer noch für Handwerkliches interessierte und gewisse motorische Fertigkeiten noch vorhanden waren, kam die Idee auf, ob man nicht das alte Hobby des Bleiverglasens wieder zugänglich machen könnte. Was müsste dafür angepasst oder verändert werden? Im Bastelgeschäft wurden bunte Mosaiksteine gekauft. Die erste Idee war, das Verlöten von Glas durch das Aufkleben der Mosaiksteine auf eine Holzplatte nachzuahmen. Im gemeinsamen Ausprobieren wurde aber deutlich, das Kleben bereitete Schwierigkeiten. Sie konnte es nur mit Hilfe der pflegenden Angehörigen bewältigen. Es schien nicht das Passende zu sein. Es wurde aber beobachtet, dass die Person mit Demenz vor dem Festkleben die Steine mit Bedacht auswählte und auf der Tischplatte ordnete und arrangierte. Diese Beobachtungen führten dazu, dass beim nächsten Versuch der Kleber weggelassen wurde und statt einer Holzplatte wurde ein leerer Bilderrahmen unterlegt. Mit diesem Prototyp kam die Person mit Demenz sehr gut zurecht. Der Bilderrahmen gab eine Fläche vor, die es zu gestalten galt. Die Steine konnten durch den Rahmen nicht herunterfallen. Das lästige Kleben fiel weg und stattdessen konnte sich die Person mit Demenz voll und ganz auf das Steinesortieren und Arrangieren konzentrieren. Um sicherzugehen, dass die Idee trägt, wurde der Prototyp noch ein paar Mal angeboten. Die Effekte waren erstaunlich. Bis zu einer Stunde konnte sich die Person mit Demenz mit dem Mosaik beschäftigen. Das Demenzding hätte man hier schon für fertig befinden können. Es hat für eine aktivierende Beschäftigung gesorgt und Bedürfnisse nach Beschäftigung und Identität gestillt. Da aber handwerkliche Ressourcen vorhanden waren, wurde es noch weiter verfeinert. Es sollte Schubladen geben, um die Aufbewahrung der Steine in das Mosaik zu integrieren. Darüber hinaus wurde noch eine Ausstellungsfunktion konzipiert, sodass die gelegten Kunstwerke auch ohne Kleber eine Weile betrachtet werden konnten. Und, um das Mosaik noch näher an das Hobby mit den Tiffany-Lampen anzunähern, wurde noch eine Hinterleuchtungsfunktion eingebaut.
In einem letzten Schritt wurden die Mosaiksteine in den beiden Schubladen nach Größe sortiert. Für gute Tage wurde die rechte Schublade geöffnet. Hier waren die kleinen Steine. Mit der Auswahl konnten feine Farbharmonien gelegt werden. Für weniger gute Tage oder auch als Anpassung an den Verlauf der Krankheit wurde die linke Schublade eingebaut. Hier gab es wenige große Steine. So konnte auch mit weniger oder nachlassender Konzentration noch ein Bild gelegt werden. Spannend war, dass die Ausstellung der gelegten Bilder für die Person mit Demenz selber gar nicht so wichtig erschien. Ihr Fokus lag ganz auf dem Prozess des Machens. Die ausgestellten Bilder waren für die pflegenden Angehörigen und die Familie und Freunde eine schöne Sache. Zum einen erinnerten die Mosaikwerke an die früheren Kompetenzen der Person mit Demenz, zum anderen sorgte das neueste Kunstwerk oft für ein Gesprächsthema, wenn Besuch kam. Ein Demenzding hat also durchaus das Potenzial, auf verschiedenen Ebenen zu wirken und für Personen mit Demenz, deren pflegenden Angehörigen, positive Effekte zu erzeugen. So, das alles findet man dann auf der Website. Also das habt ihr jetzt mal so gesehen, was wir da entwickelt haben. Also es gab Demenzdinge, aber es war eben das Ziel, mit einem Schulungskonzept bis zum Design Empowerment zu kommen. Und vielleicht auch nochmal diese lustigen Ressourcenbrillen, mit denen wir die ganze Zeit hier rumhantieren, die wurden eben für unser Abschlussevent, haben wir diese Metapher entwickelt, weil das auch so eine Kernerkenntnis war. Also wir haben ja gerade, wie schon Carlo gesagt hat, oft auch mit den marginalisierten Gruppen zu tun. Und da gibt es eben zum Beispiel im Bereich Demenz einfach so ein vorherrschendes Bild von, das kann der nicht mehr. Oder auch die Personen verlieren sich oder als würden die irgendwie sich auflösen, weil die Identität nicht mehr da ist. Die verändert sich halt sehr stark. Man kann auch verstehen, warum Leute das mal so denken. Aber wir haben halt gemerkt, wenn man es schafft, das Mindset so ein bisschen zu wechseln und zu gucken, das sind Ressourcen da, aber ich muss dafür erstens als gesunder Erfolg anders bewerten und ich muss eben zweitens auch lernen, wie ich dem nachspüren kann. Aber wenn man das tut, dann gibt das einen enormen Effekt auch in der Art der Beziehung zu den Leuten, weil sie sich eben gehört fühlen. Und das macht halt auch dann meistens für die Angehörigen ganz, ganz viel aus oder auch in der Pflege der professionellen Art. Und deswegen diese Ressourcenbrille. Also ich glaube, das ist jetzt auch für uns so das Ding, was wir jetzt in alle Co-Design-Prozesse mit reinnehmen, weil ich würde sagen, das ist eigentlich ein super Grundlagenstart zu sagen, was kannst du? Und wir suchen danach gemeinsam. Und ich glaube, man kann auch vielleicht nochmal sagen, dass natürlich auch wir als Gestalter in dem Punkt vielleicht einen Vorteil haben gegenüber anderen Fachdisziplinen, weil wir eben unsere Forschungsergebnisse, glaube ich, auch intuitiv, motivierend, visuell auch ganz anders verkaufen können, wenn man so möchte, um das irgendwie auch vielleicht anders in der Community beizubringen, als wenn man jetzt nur ein Textpamphlet produziert hätte. Genau. Und jetzt würden wir einmal so kurz probieren, auch auf das GOD-Thema Technologie so ein bisschen zu rekurrieren. Wir haben ja gesehen, dass einige von den Demenzdingen oder ein Großteil von den Demenzdingen, die wir gemacht haben, sind eben analog. Und das auch aus gutem Grund. Aber es gibt eben durchaus auch ein paar recht hochtechnifizierte für diesen Bereich. Wie gesagt, kommt gleich gerne runter. Die Fühleier sind da, die funktionieren heute auch relativ zuverlässig. Mitgefühlt sind eben diese drei Eier, die halt Sensoren haben und die von sich aus Aktionen anbieten oder auch auf Aktionen von Menschen mit Demenz reagieren und so Kommunikation zwischen Fühlei und Mensch, aber auch in einer Menschengruppe evozieren können. Übrigens eine studentische Arbeit von Mara Föcking, die sogar für was für einen Preis nominiert war? German Graduates. Genau. Also auch in unseren Forschungsprojekten möchten wir natürlich immer Studierende mit einbringen. Und das hier war eine super schöne Bachelorarbeit, die aber eben auch unseren Forschungsprozess total bereichert hat. Die zweite Arbeit, interessanterweise auch eine studentische Arbeit von Franziska Rausch, ist der Bass.
Der ist da vorne zu sehen und der Bass hilft mit Gamification zu mehr Bewegung. Da war eine Frau, die eigentlich super aktiv und im Leben stand, eine selbstgenannte Rampensau hat sie sich, glaube ich, benannt, die aber trotzdem über lange Zeiten viel gesessen hat. Und dann kamen eben Rückenprobleme wie Wehchen, aber die Kinder und die Töchter wollten jetzt nicht immer die Mutter so antickern, sagen, Mama, beweg dich mal. Und das macht jetzt der Bass. Da ist ein Sensor in dem Kissen, der misst, wie lange man sitzt. Wenn man das zu lange tut, dann fängt er an zu blinken und Musik zu spielen und die Frau geht dann halt hin und haut drauf. Entschuldigung. Was aber eben auch genau ihrem Naturell entspricht. Und spannenderweise war der ganze Prozess auch während des Lockdowns, und die waren auch noch in München, die Familie, es war ein kompletter Remote-Prozess. Ich glaube, die Franzi war einmal da, aber ansonsten wurde das eben auch durch die Töchter über Zoom mitgetragen. Es wurden Cultural Probes per Post verschickt. Also auch mal vielleicht zu der Frage, inwiefern auch Social Media und so weiter bei Demenzerkrankten ankommt. Wenn man das begleitet, kann das wunderbar und fruchtbar sein. Wir haben TikTok-Challenges gemacht, das war also ein ganz spannender Prozess auch. Ne? Das heißt, wenn wir das zusammenfassen müssten, was glauben wir, muss Technologie leisten, um im Kontext von Demenz gut zu funktionieren? Wären das zum einen natürlich, ne, wir möchten das mit den Betroffenen zusammen entwickeln, Stichwort partizipativ. Das Zweite, es darf halt nicht stigmatisierend sein. Das Dritte, wir glauben auch, eine gute Technologie im Kontext von Demenz ist mehr als jetzt nur ein glatter Glasscreen. Es braucht halt irgendwie Haptik, es braucht taktiles Empfinden, es braucht irgendwie so kinästhetische, atmosphärische Sachen, wenn man so möchte. Und wir finden auch, dass die Technologie nicht als ein Ersatz für ein menschliches Miteinander eingesetzt werden sollte, sondern eher als Bereicherung dessen. Und spannend, in den Niederlanden haben Kollegen jetzt gerade so einen Begriff, so einen Terminus in den Raum gestellt. Sie nennen es Warm Technology. Ich finde das eigentlich ganz, ganz schön als Zusammenfassung. So, das war Demenz-Dinge. Also gleich gerne mal eingeladen, hier vorne was anzugucken. Wir haben noch Arbeiten, wie ich es will, dabei. Daran arbeiten wir gerade. Aber es ist halt eben noch so ganz im Entstehungsprozess begriffen. Deswegen das möchten wir einfach nur anskizzieren als einen Blick in unsere aktuelle Forschungsarbeit, wenn man so möchte. Wir stellen es auch jetzt wieder sehr breit auf. Wir haben verschiedene multiprofessionell aufgestelltes Team dabei. Zum einen sind das die Franz-Sales-Haus-Werkstätten, eine große Einrichtung für Menschen mit Behinderung in Essen. Wir haben SozialwissenschaftlerInnen von der TU Dortmund dabei. Dann ist noch dabei das Simila-Anwendungszentrum von Fraunhofer FIT. Die sind spezialisiert auf KI, Machine Learning und Data Science. Und dann eben wir, Team Social Design von der FH Münster oder der MSD. Und wir haben jetzt auch 5 Jahre Zeit, also relativ lang für so ein Forschungsprojekt. Und es ist auch relativ hoch gefördert. In dem Projekt lautet unsere Fragestellung, wie können wir Menschen mit Schwermehrfachbehinderung dabei helfen, ihre Teilhabeziele für sich zu formulieren, aber auch vor anderen, auch vor Leistungserbringern, also auch Kostenträgern, zu vertreten. Und um dieses sehr komplexe, diese Frage überhaupt bearbeiten zu können, da geht es ja nicht nur um Menschen mit einer Behinderung, da geht es ja auch eben um Landschaftsverbände, um Werkstattmitarbeitende, um Unternehmen am ersten Arbeitsmarkt, wo die mal arbeiten sollen. Das sind super viele Stakeholder. Dann haben wir eben auch sehr viele verschiedene Expertisen. Und um diesem ganzen Wust Herr zu werden, war unsere Idee, wir machen das mit dem Forschungsdesign Reallabor. Ich glaube, zu Reallabor kann man abendfüllend referieren, das sprengt den Rahmen jetzt. Aber so als Idee, wir erhoffen uns dann eben durch die Verschmelzung von der Wissenschaft mit der Praxis eben auch unsere Erkenntnisse direkt im Feld anwenden zu können, dass eben auch eine reelle soziale Innovation passiert und nicht nur auf dem Papier. Und auch hier haben wir eben mit Studierenden wieder zusammengearbeitet, die jetzt auch unsere Projektmitarbeiterinnen sind. Vielleicht kennt ihr euch, es sind Nora, Miriam und Anna, die eben schon im AWIF-Kontext, also auch bei dem Konsortialpartner Franz-Sales-Haus, dort mit Menschen mit Behinderungen zusammengearbeitet haben.
Und ein Projekt hat eben auch sehr stark an der Fragestellung, also mit dem ersten Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung gearbeitet. Und namentlich haben halt Miriam und Nora mit verschiedenen Co-DesignerInnen zusammen an dem Projekt gearbeitet. Entstanden ist das Wunschpaket. Das ist ein barrierefreier Leitfaden, der zwischen analog und digital so ein bisschen mehr andert und der dabei hilft, Berufswünsche zu entdecken und zu artikulieren. Denn eine Key Insight, wenn man so möchte, ein ganz, ganz wichtige Erkenntnis war, dass die Menschen mit Behinderung, es waren recht junge Menschen, die gerade im Berufsbildungsteil der Werkstätten angekommen sind, dass die sich ganz, ganz schwer getan haben, Wünsche zu formulieren. Und ich finde, das sagt nochmal, wie wichtig es eben auch ist, für uns als GestalterInnen da ergebnisoffen ranzugehen und echt dem nachzuspüren, was die jeweiligen Menschen bewegt. Weil ich hätte jetzt aus dem Stegreif nicht gedacht, dass eine Vision aufzuspannen, ich möchte gern Pferdewirt werden, ein Problem für die darstellt. Aber das ist für die super, super schwierig. Vielleicht auch, weil die natürlich immer sehr, auch teilweise ja behütet, aber auch eben eingebettet in starre, ja, Systeme vielleicht auch gewohnt sind, da zu sein, dass die gar nicht dazu kommen, sich zu fragen, was könnte ich denn machen? Und so hangeln wir uns eben Stück für Stück mit den Menschen an deren Fragestellungen lang, um dann irgendwann dieses große Ziel, mehr Menschen mit Behinderungen auf den ersten Arbeitsmarkt erreichen zu können. Und vielleicht auch hier nochmal dieser Exkurs zum rein technologischen. Was wir jetzt eben mit unseren Anwendungspartnern hier vorhaben, ist auch, dass wir die qualitativen Arbeiten, die wir jetzt mit den Co-Designern zusammen erstellen oder die Daten, die wir da zusammen erarbeiten, dass die aber auch Grundlage eben jetzt für Machine Learning und KI sind. Und das ist wiederum halt auch ein super spannender Faktor. Also dieses groß aufgestellte Konsortialteam mit diesen ganz verschiedenen Expertisen macht auf der einen Seite auch viel Arbeit, man muss erstmal das Vokabular klären, man kommt aus ganz verschiedenen Welten teilweise und dieses Ranrobben, das dauert auch mal seine Zeit. Aber es lohnt sich aus unserer Sicht her, weil ich glaube, da, wo diese Sachen übereinander kommen, ist ein super krasser Brennpunkt, wo einfach viel Wissen und auch viele verschiedene Blicksachen oder Blickrichtungen auf die gleiche Sache geworfen werden. Das hat einfach Potenzial für große innovative Schritte. Und jetzt nochmal Kallo mit Potenziale für die Lehre. Ja. Jetzt geht das nicht mehr. Doch. Sollen wir zu hier reinsprechen? Die Technik. Jetzt geht's. Okay, alles klar. Genau. Wir haben uns natürlich auch gefragt oder wir fragen uns ständig, gibt es Potenziale für die Lehre? Wir forschen halt viel im Bereich Social Design, ich bin aber auch im Produktdesign ja hier tätig und haben wir natürlich auch sehr positive Erfahrungen schon gemacht in der Vergangenheit, machen das jetzt auch schon Social Design seit 2011 relativ konsequent. Haben viele, viele Studierende auch in Abschlussarbeiten betreut oder auch in Designprojekten. Und die Frage ist eben, passt es auch zur MSD? Ja? Und da haben wir uns gedacht, schauen wir uns auch nochmal an, was möchte denn überhaupt die FH Münster? Und sind über den Hochschulentwicklungsplan gestolpert. Und auch der Hochschulentwicklungsplan ist der Ansicht, dass die Entwicklung oder auch Transformation der Gesellschaft nur durch aktive, impulsgebende und partizipative Gestaltung möglich ist. Steht da so drin. Und deswegen sind wir der Meinung, passt. Ja, passt gut. Social Design Projekte sollten weiter angeboten werden. Des Weiteren beruft sich eben auch die FH Münster auf die 17 Sustainable Development Goals, wenn sie von Nachhaltigkeitszielen spricht. Und Social Design Projekte stehen eben auch für ein breites, offenes und echtes, menschzentriertes Designverständnis. Und wenn wir uns so die SDGs angucken, dann stellen wir eigentlich fest, dass in jedem Bereich da mit Social Design auch ganz tolle Fragestellungen beantwortet werden könnten. Nun müsste man jetzt eigentlich denken, ja, Social Design, das ist menschennah, authentisch, spannend, gesellschaftsrelevant, facettenreich, genau das, was man sich so als open-minded und menschzentrierter Gestaltungsstudierender wünscht. Leider ist das aber nicht so und Social Design Projekte sind immer Nischenprojekte und werden auch selten von Studierenden überbelegt. Gleichzeitig ist es auch für uns Lehrende extrem herausfordernd, für relativ kurze Laufzeiten, wir sprechen hier von 6 Monaten, solche Projekte in freier Wildbahn zu konzipieren.
Der Lennart kriegt das gerade so ein bisschen mit, den haben wir nämlich als SHK eingestellt und der schnauft auch schon, was das für ein Organisationsaufwand ist. Nämlich, es braucht vertrauensvolle Beziehungen im Feld, die müssen hart erarbeitet werden, da gibt es komplexe Auflagen, Datenschutz, wir brauchen, dann möchten diese Firmen oder diese Institutionen auch oft selbst profitieren und dann gibt es wieder die Frage, was machen wir dann eigentlich mit den Nutzungsrechten? Da muss ich aber auch wirklich fairerweise sagen, ist die FH Münster ganz toll unterwegs und hilft immer super schnell. Wir haben da auch schon andere Erfahrungen an anderen Hochschulen gemacht und wir sind jetzt auch dabei, mal zu prüfen, ob man nicht auch sowas wie Regelwerke aufstellen kann, dass auch sowas wie Nutzungsrechte und Datenschutz besser geklärt werden können. Genau, Studierende müssen auch super bereit sein, viel Verantwortung zu übernehmen, nicht nur für sich und ihren Designprozess, sondern eben auch für die Co-DesignerInnen. Und die erreichbaren Credit Points, die sind oftmals gefühlt vielleicht zu gering für die Verantwortung, die man dann hat. Und ein Social Design Projekt, das bricht man auch nicht so einfach ab, weil da ist ja immer noch jemand, mit dem ich gerade zusammenarbeite. Da kommt man sich dann auch immer ein bisschen doof vor, ne? Also kann ja wahrscheinlich jeder mit mal auch nachvollziehen, der schon mal in einem Team gearbeitet hat. Auch in einem Team ist es ja schon schwierig zu sagen, ich mache da jetzt nicht mehr mit. Und da ist es dann manchmal, wenn man mit Menschen mit Behinderung oder mit Menschen mit Demenz zusammenarbeitet, erst recht schwierig. Da hängen große Erwartungen natürlich auch dran. Genau, also unsere Lösungsansätze für solche Probleme könnten aber auch sein, dass man auch schon Social Design Praktiken in den Grundlagen verankert, dass man direkt auch dieses Arbeiten im Feld raus aus der Hochschule, rein in die echten Lebensräume, dass man das schon ziemlich früh von der Pike auf lernt in der Designausbildung. Dann ist es vielleicht später nicht mehr so schwer, wenn man schon in den Designprojekten, in den schwierigeren Designprojekten steckt. Und hochkomplexe Co-Design-Projekte sollten vielleicht tatsächlich auch eher dann ins Masterprogramm wandern. Genau. Oftmals bearbeitet Social Design komplexe Themen außerhalb der eigenen Komfortzone, also braucht man eben viel Mut auf Seiten der Studierenden. Den Mut bringen eben auch nicht so viele Studierende auf, meistens erst, wenn eben auch so ein gewisses Design-Skillset vorhanden ist, wenn ich mich sicher fühle als Designerin, weil ich weiß, ich kann überall gestalten, dann traue ich mich auch in vielleicht einen schwierigeren Kontext rein. Genau, und vielleicht würde es sich anbieten, mal sowas wie studentische Arbeitsgruppen oder so Studierendenlabore zu dem Thema aufzubauen, sodass man einen stetigeren Austausch auch hat, weil die Gruppen oftmals sehr klein sind. Genau, und weil wir ja immer irgendwie denken, wir müssen initiativ werden, haben wir auch eine eigene Initiative gegründet und haben einen Social Design Verein gegründet, beziehungsweise eigentlich ist die Diana hier das Gründungs- und Vorstandstante. Ja. Genau, und das Ziel dieses Social Design Vereins ist eben, ein eigenständiges Lehr- und Forschungsfeld an deutschen Hochschulen zu verankern, auszubauen und damit auch Social Design Nachwuchs zu fördern und auszubilden und gesellschaftliche Herausforderungen mithilfe der Disziplin Social Design zu beheben und validierte Konzepte in reale Produkte oder Services zu übertragen, um sie dann Open Source oder Open Access für die Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Also das ist der Förderzweck des Vereins und dafür wollen wir uns einsetzen. Und wenn der denn mal irgendwann eine Webseite hat in nächster Zukunft, ja, kann man da auch eintreten, kostet auch erstmal nichts. Ja. Genau. So. Und jetzt Takeaway. Ich habe doch ein Mikro. Ach, ja, stimmt. Das war jetzt sehr viel. Ich sehe ein, das war auch vielleicht ein bisschen too much. Wir konnten es mal von nichts trennen. Deswegen haben wir gedacht, wir machen jetzt nochmal so ein Rapid-Fire-Takeaway mit 4 knallbunten Folien, dass ihr sowas nach Hause nehmen könnt. Ne? Also, erstens, wir haben gelernt, liebe Kinder, Social Design. Für die Bearbeitung von komplexen gesellschaftlichen Fragestellungen braucht es interdisziplinäre Teams mit gut ausgebildeten Social Designerinnen. Vielleicht sind hier ein paar zukünftige im Raum und das wäre doch ganz fantastisch. Zweitens, in Co-Design-Prozessen agieren wir auf Augenhöhe mit den Co-DesignerInnen als Expertinnen deren eigener Lebenswelt und wir fokussieren auf die vorhandenen Ressourcen. Denkt dran, Ressourcenbrille aufsetzen. Design Empowerment. Das zielt auf die höchste Stufe der Partizipation ab, der Selbstorganisation. Hierfür entwickeln Social DesignerInnen Services und Medien, die die Community befähigen soll, sich selbst zu helfen. Und
Gute Technologie für eine bessere Gesellschaft. Mit Social Design Ansätzen wird sichergestellt, dass wir bedarfsgerechte Technologien entwickeln können. Und dann sind wir relativ gut in der Fertig. Zeit. Am Ende. So, das genau. War's. Also es gibt jetzt Schnittchen, Getränke und Demenzdinge. Genau. Ja. Nehmt ihr ausschließlich ExpertInnen, die sich mit der jeweiligen Beeinträchtigung befassen, oder zieht ihr manchmal auch SoziologInnen oder ähnliche dazu? Beides. Alles. Also auch jetzt gerade haben wir das Team, dass wir Sozialforscherinnen haben, die auch insgesamt 5 Mitarbeitende von der TU, die auch breit aufgestellt sind bei Reha-Wissenschaften, soziale Innovation. Deren ganzen Schwerpunkte kann ich jetzt nicht aufzählen, aber tatsächlich breit aufgestellt und sind sehr gespannt auf die Zusammenarbeit mit denen, weil das vielversprechend klingt. Okay. Daniela. Also im Prinzip kann man ja mit jedem Menschen einen Co-Design-Prozess durchlaufen. Also wir haben in den Studierendenprojekten der letzten Jahre alles Mögliche dabei gehabt. Wir hatten, das waren Personen, die sich im Tierheim engagiert haben und da Hunde ausgeführt haben. Da ging es um die Frage, wie das Tierheim der Zukunft im Kontext eben mit den NutzerInnen und den Tieren. Wir hatten Kindergärten, einige unterschiedlicher Art, also von Kindergärten, deren Konzepte nicht besonders gendersensibel ausgelegt waren. Da haben wir mit Kindern zusammengearbeitet. Was hatten wir denn noch? Wir haben ohne Ende unterschiedlichste Personen gehabt. Oftmals kommen aber auch einfach Institutionen auf uns zu, die kein Geld haben, keine Lobby, und sagen, oh, es wäre so schön, wenn wir mal zusammenarbeiten könnten, weil wir sind bereit, wir haben großes Bedürfnis, da ist ein großer Druck da, und dann nehmen wir uns natürlich dieser Themen besonders gerne an. Also das ist da so ein bisschen Herausforderung natürlich auch dann. Ja, aber theoretisch geht es mit jedem, weil man muss halt so ein gewisses Methoden-Setup lernen und den Prozess kennen und auch das Vertrauen erstmal in diesen Prozess auch gewinnen. Und dann geht es eigentlich mit jedem. Wir haben es ja auch hier an der MSD mit den FahrradfahrerInnen gemacht, beim Thema Stadtradeln, oder wir haben Balkonien und Urlaube von Personen untersucht. Also es ging auch. Nein, also wir wissen halt, dass dieser Co-Begriff in ganz vielen Disziplinen auftaucht. Auch wir haben in dem Pflegekontext ganz oft auch immer diese Partizipation natürlich erlebt, aber so im Programmierbereich ist es mir jetzt nicht bekannt. Aber es scheint ja offensichtlich einen Bedarf zu geben. Ja, okay. Okay. Ja, vielleicht können wir uns mal austauschen, wie man das methodisch aufbaut. Sehr gut. Gut. Ja. Ja. Also ich sprach gerade davon, dass dann auch Menschen auf Sie zukommen, die das Bedürfnis haben, mit Ihnen zusammenzuarbeiten.
ein Projekt zustande, also dann müssen ja auch erstmal Unterstützung, also finanzielle Unterstützung gefunden werden. Ist es einfach, da was zu finden? Und wie weit ist es dann auch, gerade bei den Kooperationspartner genannt, wie weit ist dann auch das Ergebnis orientiert am Kooperationspartner oder wie weit sind Sie dann da frei? Ja, das ist mal ganz individuell, ne? Wer überhaupt kommt und wie lange man Zeit hat, wer überhaupt mitmachen möchte. Oft ist es auch so, dass Institutionen, also quasi die Chefs, das Bedürfnis haben, mit uns zusammenzuarbeiten, aber die Personen, die sich in der Institution befinden, keine Zeit, keine Lust, Skepsis haben. Also auch da ist nicht immer, das läuft nicht immer alles parallel und total rosig, also das muss man einfach auch so sagen. Wenn wir von der Hochschule kommen, nehmen wir erstmal kein Geld für unsere Tätigkeiten, es sei denn, wir sind jetzt in Forschungsprojekten, die natürlich gefördert sind. Aber wir versuchen schon auch den DesignerInnen, die wir betreuen, ja auch fachlich mitzugeben, dass wenn man sich auf einen Co-Design-Prozess einlässt, man auch einfach eine Verpflichtung hat, das als gleichwertige Kooperation zu sehen. Also dass dann, wenn da was entsteht, dann soll das natürlich der Person auch irgendwie nutzen. Und dann soll da nicht der Designer am Ende sagen, ach so, nehme ich jetzt mit, hau da noch ein Patent drauf und dann verkaufe ich es an Coca-Cola oder so. Ne? Also das wäre natürlich nicht unbedingt die Intention. Es hat schon immer auch ein klein bisschen Touch vom Ehrenamt dann manchmal. Ja, aber ich glaube, das sind auch genau die Themen, weswegen wir den Verein in der Gründung gerade noch begriffen sind, letzten notariellen Sachen, weil wir gemerkt haben, dass wir natürlich auf der einen Seite so teilweise große, überformatige Forschungsprojekte haben in so einem 6-Millionen-Volumen-Bereich und dann gibt es ja noch ganz viele andere kleine Sachen. Und wir hatten gefunden, ganz spannend an der Emily Carr-Universität in Toronto, die haben eine Kombination oder in der Community ein Elderly Home, ein Seniorenheim gefunden, wo die jetzt echt so eine dauerhafte Zusammenarbeit an den Start gebracht haben, der im Bereich KD funktioniert. Das heißt, KDlerInnen gehen dahin und nehmen mit den Personen, Senioren, Senioren mit Demenz, ohne Demenz, deren Lebensgeschichte auf. Und die machen dann je nach Gusto Illustration, Comic und visualisieren das eben. Und es gibt immer dann eine Publikation. Das heißt, da haben dann auch was die Therapeuten was von, autobiografisches Arbeiten. Also das ganze Seniorenheim kann davon profitieren. Die Familie, die Co-Designerinnen selbst, aber eben auch die Designerinnen. Das heißt, da ist auch so ein bisschen dann rechtlich der Benefit zumindest geklärt. Alle haben was davon. Und für solche kleinen Sachen, diese Publikationsreihe eben zu finanzieren, wäre auch eins unserer Ziele, dafür den Verein zu haben, weil wir dann die Möglichkeit haben, eben selbst als gemeinnütziger Verein, der wir dann sein werden, eben gewisse Fördertöpfe anzuzapfen, die ein bisschen kleiner sind, weil die sowas irgendwie besser befruchten könnten. Dass wir nicht immer auf dem ganz hohen Niveau ansetzen müssen mit 5 Jahren Forschung, sondern irgendwie auch vielleicht schaffen können, dass so ein bisschen niederschwelliger anzubieten, das wäre so das Ziel. Ja, und dass wir auch mal schneller einfach mal in einem Projekt zusagen können, ohne da gleich finanziell zu strugglen. Ja. Genau. Ja. Ja, wir haben gestern auch noch darüber diskutiert, was ist, wenn die Frage kommt, kann ich als Social Designerin eigentlich Geld verdienen? Ich glaube, dass wenn man diese Prozesse verinnerlicht hat und dieses Mindset irgendwie lebt, dann ist man total interessant für ganz viele interdisziplinäre Projekte. Das ist man ist vielleicht nicht in einer klassischen Agentur und schrubbt da die Sachen weg, ja, die irgendwie 3 Tage für ein Produkt oder so haben und dann aber schnell zum nächsten, das sicherlich wahrscheinlich nicht. Aber gerade wenn es eben um so ganz, ganz generelle gesellschaftsrelevante Fragestellungen gibt und auch eben, es gibt so viele Projekte, also Deutschland hat einfach auch eine wahnsinnig große Förderlandschaft, ja. Und ich glaube, da sind wir als DesignerInnen total beliebt, weil wir können mit unseren Methoden analysieren, Dinge aufdecken, aufspüren. Wir haben aber auch gleichzeitig diese Transformationskompetenz und können in Lösungen denken.
Und ich glaube, das macht uns eigentlich ganz beliebt. Ich würde da sehr ermutigen, dass dann auch einfach sich auch mal auf dann so vielleicht Stellen zu bewerben, wo gar nicht DesignerIn draufsteht, aber wo ich das Gefühl habe, ich kann zu dem Projekt was Sinnhaftes beitragen. Also das ist unsere Erfahrung der letzten Jahre, dass gerade die AbsolventInnen aus dem Bereich, die eben Co-Design betrieben haben, super interessante Jobs, aber ganz kuriose Jobs auch angenommen haben, sehr viel auch im Forschungsbereich. Ja. Wobei ich aber auch vielleicht anfügen würde, dass ich mir vorstelle, dass in diesem ganzen Bereich, wenn man jetzt über so Startups nachdenkt, ja, also eigentlich da, wo du noch so ins Leere rein imaginieren musst, wenn es auch darum geht, wenn das Produkt noch nicht da ist, also wie komme ich dann an Daten ran? Letzten Endes, man kann jetzt sagen, wir sind eben beim Social Design mit den gesellschaftlichen Fragestellungen gelandet, weil es eben uns motiviert, an gesellschaftlichen Fragestellungen zu arbeiten, anstatt den neuen Schuh jetzt rauszufinden. Ne? Aber generell ist das ja, kann man es auch unter UX packen. Ne? Also dieses ganze User Experience und wie gehe ich mit den Leuten um. Ich meine, das muss man immer gucken, wie dann das Leute auch wirklich leben, was sie da reinschreiben. Aber an sich glaube ich schon, dass man auch sagen kann, ich nehme das hier mit. Und wenn man einmal gelernt hat, mit dem Demenzerkrankten was zu machen, dann kann man das wirklich easy mit kognitiv ganz normal aufgestellten Leuten in das Feld auch übertragen, wenn das dann der Wunsch nachher ist. Ich glaube, das, was man mitnimmt, wird sich auch auf verschiedene Felder nachher abbilden lassen. Mhm. Ja. Ja, schöner Beitrag, finde ich auch. Da noch eine Frage, die noch kurz zusammen zu dem Thema, da gibt es diesen Verein EDAD, oder wie da ausgesprochen wird, EDAE, der beschäftigt sich mit Urban oder urbanes Design. Kann man das gleichsetzen mit Social Design? Ich weiß es nicht genau. Ja, da geht es mehr um den Anwendungskontext. Ja. Mhm. Tina. Danke für die Einladung. Dankeschön, danke. Danke. Ja, genau. So die Brücken bauen auch, ne? Ja, deswegen gibt es ja eben unser Design Empowerment Programm. Das ist ja die Website, auf der es die ganzen Videos gibt, wie man sich selbst helfen kann, wie man es selber machen kann. Weil wir haben auch schon mal über sowas gesprochen, wie wir bräuchten eigentlich zum Beispiel so in der Pflege unbedingt auch DesignerInnen, die diesen Pflegeberuf einfach revolutionieren. Weil in der Pflege ist so viel robustes
Wissen vorhanden, was man so toll nutzen könnte. Und die gerade die Pflegepersonen, die Professionellen, die haben nur leider nie Zeit, das auszuleben oder das zu erproben. Das ist das große, ne, das ist ein politisches System, politisches Problem natürlich auch, aber einfach dieses Empowerment, dass man als Designer in einfach auch nochmal dieses Wissen weitergeben kann an andere Disziplinen. Und das müsste es eigentlich geben. Es müsste so ein Ausbildungsstudien oder so ein Studiengang geben in der Gesundheit oder so. Keine Ahnung. Ja, weil das motiviert ja auch. Design, wir haben immer das Glück, dass jeder uns gerne bei sich hat, also die meisten, gerne bei sich hat, weil wir so tolle Sachen machen, ja, weil wir immer darauf bedacht sind, am Ende mit dieser Szenerie besser zu verlassen. Deswegen mag man einfach DesignerInnen. So, und wir sind ja nicht irgendwie so Finanzheinis, die irgendwie Geld wegstreichen oder so. Deswegen arbeitet man gern mit uns zusammen und ich finde, das sollten wir uns öfter auch noch mal zunutze machen. Ja. Danke. Thank you.